Tatsache. Was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Infliction und es tut mir mega, mega leid, aber ich habe schon mal einen Part aufgenommen und mir ist das Aufnahmeprogramm abgestürzt und da bei Infliction ja Autosave-Points sind, komme ich leider nicht mehr zurück zum letzten Speicherpunkt. Es ist nicht viel passiert gewesen, es waren nur irgendwie 10 Minuten. Wir haben dieses Bild von unserer Frau haben wir noch gesammelt. Wirklich viel ist da nicht passiert und jetzt haben wir den Auftrag bekommen, das Hochzeitskleid zu finden. Genau, und genau an dieser Stelle starten wir jetzt auch. Let's go, finde Kleidung, die vom Angesicht des Gottes getragen wurde. Also Hochzeitskleider demnach. Gut. Meine Theorie, die ich im letzten Video aufgestellt hatte. Das Telefon klingelt. Das ist aber unten, gell? Ja, das müsste unten sein. Oder? Hier. Oh my, you just keep dying. Over and over and over. I'm going to let you in on a little secret. Ich schau nicht hinter mich. But only if they don't see it coming. Through the switch, bright light. She can't stand it. Hast du ernsthaft das Gefühl, ich drehe mich jetzt? Ich drehe mich. Hä? Okay. Krass. Oh, krass. Geile Location. Hä, der Grafikstil gefällt mir immer mega. Ist ja ein ganz anderer plötzlich. Was haben wir hier? 23. März 1985. Er hat mich an diesem Wochenende wirklich überrascht. Er hat mir die Augen verbunden und mich mit dem Auto weggefahren. Als er die Augenbinde abgenommen hat, sah ich diese kleine, schrecklich herunterkommende Hütte im Wald. Er hat sie bei einem Nachlassverkauf eines verstorbenen Jägers oder so erworben. Er will sie renovieren, damit wir uns ein kleines romantisches Ferienhaus haben. Damit wir ein eigenes kleines romantisches Ferienhaus haben. Maggie bleibt übers Wochenende bei den Nachbarn. Also werde ich wohl das Beste draus machen. Ist doch cool. Ich finde das mega gemütlich, so ein Haus. Na gut, ein bisschen gruselige Location, aber zu zweit geht das doch. Was haben wir hier? Oh. Ich weiß immer noch nicht, wie wir die Dinger benutzen können. Seht ihr? Das Foto, was wir gesammelt haben von der Sarah, seht ihr? Den Zahn, den haben wir auch. Na gut, das war noch beim letzten Part vorher. Da waren wir im Polizeipräsidium gewesen. Aber wie gesagt, da ist nicht viel passiert. 24. März 1985. Er ist hier draußen wie ein anderer Mann. Anfangs war ich mir nicht sicher. Dieser Ort ist unheimlich. Aber letzte Nacht war einfach unglaublich. Vielleicht war das eine großartige Idee. Wir brauchen nur eine weibliche Hand. Es braucht nur eine weibliche Hand. Entschuldigung. Ich bin immer so aufgeregt beim Vorlesen. Kann man die auf die Seite schieben? Nicht wirklich, ne? Was ist das? Did you hear that? Ja, hab ich. Dad's a drunk. Scheiße. He drank and drank. Ja, ja. Ich würde da gerne runter. Aber wir können den Stuhl nicht auf beiseite schieben.
Halt, vielleicht können wir auch so. Nee. Geht nicht. Der Wolf! Der hat eben gerade darunter geguckt. Guck, hey, der bewegt sich! Ich würde ja gerne runter. Oh, warte mal, die Axt können wir vielleicht gebrauchen. Nicht? Nee. Boah, hat der viel Holz gehackt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier in den Wald muss. Den muss man doch ganz safe auf die Seite schieben. Aber wenn ich dagegen laufe, passiert nichts. Was ist das hier? Das ist eine Falltür. Die Antwort liegt vergraben, hat der Wolf gesagt. Oder, ich weiß nicht, ob der Wolf das gesagt hat. Einfach die Stimme hat das gesagt. Wölfe können ja gar nicht reden. Oh, warte mal. Genau. Sehe ich was auf dem Foto? Wow. She's here. Fuck. Okay. Ich beeil mich ja schon. 14.01.1979. Ich bin nicht ganz ich selbst. Alles ist verschwommen. Selbst während ich das tippe, kommt es aus den Tiefen einer Art Trance. Aber gleichzeitig ist mein Bewusstsein klar. Ich habe fast das Gefühl, in meinem eigenen Körper gefangen zu sein. Ich kann nicht sagen, ob es die Macht des Rituals, dieser Rituale ist, aber ich bin dabei, mich zu verlieren. Es stellt sich auch die Frage, verliere ich den Verstand? Ich schaue mich im Keller dieser Hütte um und hier ist niemand, aber ich höre ein Flüstern. Es ist echt, oder bilde ich mir das nur ein? Ich kann keine Stimme erkennen. Sie klingen tief und doch nicht von dieser Welt. Ich kann nicht so bleiben. Ich muss mich vorankämpfen und hoffe, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. I could hear whispering. I think maybe some of the locals don't want us here. I heard something in the basement and had to investigate. Oh my god, it's a slaughterhouse down there. Nein, ich will das hören. Shit going on. I appreciate you. Wir müssen abhauen. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn die Musik kommt. Go, go, go. Ich kann leider nicht rennen. Als ob ich in das Loch reingehe. Jo, alles klar, aber kein Hochzeitskleid gefunden. Der Dachboden. Klasse. Beste Location. Auf dem Dachboden, natürlich. Ich wusste halt nur nicht, dass es hier einen Dachboden gibt in dem Haus. Wenn... Wenn das Kleid irgendwo ist, dann hier. Da. Okay, der Schleier, aber das reicht ja. Die ist hinter uns oder irgendwas. Sie kommt.
Kamera, 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 Scheiße! Okay, wir haben das Slide gefunden. Geil. Weiter geht's. Erstmal einen großen Schluck von meinem Tee. Ja. 95 deaths. 60% of those were alcohol related. Slaughterhouse down there. Some really weird shit going on. Just needs a woman's touch. A cold day. Changed man out here. It's like a changed man out here. Nice. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Andenken finden. Geil. Wow. Familienerbstück oder Andenken? Why don't you fight back? Oha. Oha. Seht ihr das? Die hat ihren Vater als Bierdose gezeichnet und wie sie ihn dann so zusammen... Das ist die Tochter. Das ist die Tochter, die das gezeichnet hat. Dear Diary, I haven't spoken to Dad in years. Liebes Tagebuch, ich habe seit Jahren nicht mehr mit meinem Papa gesprochen. Wir gehen uns nach Möglichkeit aus dem Weg. Er trinkt ständig und ich habe Angst, mit ihm zu reden. Mama ist völlig hinüber. Sie ist so schwach. Ich hasse sie beide. Ich hasse es hier. Ich bin eine Gefangene in meinem eigenen Zimmer. Ich kann meine Freunde nicht mehr zu mir nehmen. Ich bin so oft wie möglich bei Bridget. Es ist Zeit für eine Veränderung. Ich habe vor 2 Monaten einen Jungen getroffen. Er heißt Karl und ich glaube, ich liebe ihn. Ich habe ihm gestern alles erzählt von meinem toten Bruder, meinem saufenden Vater und meiner Mutter. Ich habe gedacht, er würde mich in die Wüste schicken, aber er sagte, er will mich retten. Er meint, wir sollten weglaufen. Ich denke ernsthaft darüber nach. Was soll ich denn hier? Ich kann nicht bleiben. Ich fühle mich schlecht, meine Mutter zu verlassen. Aber wenn sie jemals ein Rückgrat gehabt hätte, hätte sie mich vor Jahren von hier weggebracht. Ich muss hier weg. Okay, das ist auf jeden Fall die Tochter, die das geschrieben hat. Und... Stop. What the fuck? Okay. Scheiße, wo sind wir jetzt hier gelandet? Krankenhaus. Ich weiß, wo wir nicht reingehen. Wir müssen immer noch das Familienerbstück finden. Das ist doch kein Krankenhaus. Das sieht aus wie ein Knast oder sowas. Das hört sich alles nicht gut an. Da kommen wir nicht rein. Ein Aufzug. Kommt der hoch? Der kommt hoch, oder? Es passiert nichts.
Kannst du mir nicht sagen, dass wir in den Raum rein müssen, wo wir eben gerade drin waren? Aber alle anderen Räume sind verschlossen. Oh, ich will da nicht rein. Scheißegal. Anna? Das Fotos machen erinnert mich extrem an den Film Insidious, wenn ihr den kennt. An den ersten Teil. Hier liegt eine Leiche. Hier liegen mehrere Leichen. Okay, der hätte ich anscheinend auch vorhin schon reingehen können. Guck mal, nach links vielleicht noch. Hier ist das Büro. Da liegt was, ein Brief. Sehr geehrter Dr. Tennis, ich habe versucht, Sie persönlich zu sprechen. Allerdings ist meine Bewegungsfreiheit im Gebäude etwas eingeschränkt. Dies ist auch mein eigentlicher Grund für das Schreiben. Ich verstehe das Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit, kann so aber meine Arbeit nicht ordnungsgemäß ausführen. Ich schicke die Leiche zu diesem übergewichtigen Herrn. Das ist hier dieser Metzger, den wir vorhin gesehen haben, den Sie in der Pathologie meinem Vorschlag entsprechend stationiert haben. Ich kann allerdings meine Unterlagen nicht beim Empfangsbüro abgeben, da es immer abgeschlossen ist. Sie bewahren den einzigen Schlüssel in Ihrem Büro auf, wodurch mein Zimmer der Zugriff sehr eingeschränkt ist. Ich bitte Sie darum, mir eine Ausfertigung des Schlüssels zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Mendel. Also brauchen wir den Schlüssel. Warte mal, komm schon. Der ist hier irgendwo. Ja, da drück ich jetzt nicht drauf. Na, hier ist er auch nicht drin. Die sind alle abgeschlossen. Nochmal Foto benutzen. Nee. Hier sind alle abgeschlossen. Aber er hat gesagt, in dem Büro würde er den Schlüssel aufbewahren. Hier ist aber nichts. Höchstens das Bild jetzt mal fotografieren, ob hier was ist. Auch nicht. Und auf dem Tisch liegt auch kein Schlüssel. Okay. Oh mein Gott. Dann, ja, eigentlich würde ich gerne gucken, dass der Aufzug langsam mal hochkommt. Wow! Wer kommt auf das? Wer kommt denn auf das, dass man da reinrutschen muss hinter der Kiste? Okay. Mega Zufall. Was brauchen wir? Das Andenken brauchen wir, genau. Okay. Okay. Wir sollten vielleicht nicht über das Glas laufen. Oh, der hat uns gesehen.
Genau. Genau. Genau als der geworfen hat. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Auf jeden Fall nicht. Manchmal müssen deine Gegner eingesperrt werden, bevor du fortfahren kannst. Suche eine Möglichkeit, sie in Schach zu halten. Okay. Okay, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Der hört uns auch aber jetzt, wenn wir hier drüber gehen. Warte, ich mach mal die Lampe aus. Gut, ich kann ja crouchen. Ja, der sieht uns ja sofort. Fettes Teil, du. Wah! Wie kommen wir an diesen dicken Typen vorbei? Also den normalen Geist, der da ja in dem Haus rumfliegt, den kann man mit der Fotokamera vertreiben, ne? Das habe ich herausgefunden. Aber können wir hier irgendwas rausnehmen? Nee, gell? Geht nicht. Wir haben aber auch nichts. Und der hört uns, sobald wir hier drüber laufen. Okay, warte mal. Ich laufe jetzt einfach mal. Sache. Wow. Okay, okay, okay. Kommt der uns nach? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas angeschaltet. Den Aufzug. Das macht ja Lärm hier. Da stand irgendwas in der Wand. Das war sicher eine Warnung gewesen. Boah, hab ich mich erschreckt. Wow. Oh, das ging aufs Herz. Das ging aufs Herz. Okay, genau das gleiche Prinzip nochmal. Schneller, schneller, schneller. Ducken. Laufen. Den Generator anschalten. Und da steht irgendwas an der Wand. Jetzt nicht mehr, aber wenn man den Generator anschaltet, steht's da. Steht ja sogar dort. Ich glaube, der kommt angerannt, sobald wir um die Ecke gehen. Okay, dann müssen wir es anders machen. Wir gehen jetzt mal zuerst nach rechts und gucken, was da hinten ist. Oh shit, wir sind schon bei 24 Minuten. Leute, ich glaube, ich werde den Part beenden. Ich probiere es jetzt noch einmal, indem wir rechts gehen. Oh. Genau, geh erstmal da lang.
Solange das fette Vieh mir nicht hier nachlaufen kann, in den Lüftungsschacht, ist alles okay. Was ist das denn? Der ist da hinten. Was bringt denn mir, dass ich hier rein kann? Was bringt mir das denn? Da ist alles voller Blut. Ich hab den eingesperrt. Nice. Ich hoffe, der kommt da nicht irgendwann raus. Okay. Oh, bitte. Man muss den also erst da einsperren. Manchmal muss man die Gegner einsperren, bevor man weiterkommt. Der klopft aber nicht mehr da hinten. Können wir bitte? Schnell! Wow! Schau, du Wichser! Der kann die Treppe nehmen, das tut ihm gut. What the fuck, was für Viecher hier sind. Genau, wie wir jetzt einfach wieder bei uns in der Wohnung rauskommen. Mama, es tut mir so leid, was dir alles passiert ist. Ich kann das nicht mehr. Weißt du eigentlich, wie oft ich mich unter meinem Bett versteckt und gehört habe, wie Papa dir wehgetan hat? Wie oft ich unter dem Bett zu deinem Wimmernden eingeschlafen bin? Zu deinem Wimmern eingeschlafen bin. Ich hasse dich dafür, dass du mich nicht schon vor Jahren von hier weggebracht hast. Ich haue mit meinem Freund ab und werde nicht wiederkommen. Ich wäre selbst auf der Straße sicherer als hier. Ich kann so nicht leben. Ich bin mittlerweile alt genug, um zu verstehen, dass nichts davon normal ist. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder. Aber ich ihn will nie wiedersehen. Hol dir Hilfe, Mama. Ich hab dich lieb, wirklich. Hab dich lieb immer. Maggie. Okay. Maggie ist abgehauen. Der Sohn, also der eine Sohn tot, die andere ist abgehauen. Scheiße, und die ist allein mit ihrem Alkoholikermann. Oh, da ist sie. Komm her. Zack. Das war zu früh. Scheiße. Okay, Leute. Ich werde an der Stelle jetzt ein paar beenden. Wir sind schon bei 28 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Euer Nier und ciao.